Jetzt wird die Laufrichtung geändert. Jetzt kommt der Block. Zick 1. Nee, erstmal noch die Laufrichtung. Oh, hier ist was los. Und normale Aufstellung nehmen, hier normale Aufstellung nehmen. Ja, beide los. Letzter Satz. 25-19. So, Aufstellung, die Mädels kommen. Die Welle schafft jetzt immer. Und die Hände hoch. Andere Seite noch einmal. Die Hände nach vorne. Ich freue mich sehr. Und laufen Sie nicht weg. Wir machen in Kürze gleich hier unten auf dem Feld natürlich unsere altgewohnte Pressekonferenz, das Pressegespräch dann mit beiden Trainern. Und ich möchte natürlich, dass Sie dann bleiben. Wir müssen dann natürlich nochmal in der Frage. Erstmal sagen wir nochmal Dankeschön an 1640 Zuschauer hier in der neuen Arena. Hier Volleyball für die erste Heimspiel bei Ausverkauf. Ich glaube, das ist mein ganz toller Applaus wert. Das hätte ich auch hier nicht gedacht. So, ich sage nochmal schnell die Sätze an. 25-17 Spielzeit, 24 Minuten, Satz 2 Gang, 25-22 und die Spielzeit 29 Minuten. Der Schnittwert führt auch schon nach 26-0. Dritter Satz, 25-19, Spielzeit 24 Minuten. Und was überhaupt nicht. 3-0 steht der Sieg. Und jetzt begrüßen wir natürlich, ich kann mir gerne nochmal klatschen. Alles ungewohnt, kaum zu verstehen, weil alle waren das alles Zeiger. Aber jetzt begrüßen natürlich mal hier unseren Trainer, unser Gäste, Allianz von Stuttgart. Hier der Gang, Wittmeier ist da, vielleicht mal deine Eindrücke zum Spiel. Ja, ich sicher nicht mehr vorgenommen. Das nächste Mal, ne? Musst du auch auf Aufnahme sein. Da haben wir auch eure Pokalmaterial. Ja, Leute, bitte sehr besser. Wir haben es heute deswegen sehr schwer gemacht und ich gratuliere zu einem klaren Sieg. Wir waren einfach besser als wir. Wir waren natürlich in der Halle zum Publikum. Ich denke, es war für uns auch schön, sowas heute mitzuhören. Auf der anderen Seite bin ich natürlich nicht zufrieden mit der Leistung von meiner Mannschaft. Wir haben sehr schlecht angenommen und waren nicht in der Lage, selber einen Punkte zu machen. Wir haben ganz gut geblockt, unsere Taktik an sich hat ganz gut gestimmt. Aber wenn man dann den Ball verteidigt und den Ball selber auf der anderen Seite nicht in den Boden macht, sondern wenn es aus oder ins Netz, dann wird es eben so schwer. Also, Dankeschön an den Trainer. Er ist enttäuscht, er hat sich mehr ausgerichtet. Ich will es gut auch gleich weitergeben. Sogar Alexanders ist ganz aufgeregt. Er hat 3-0 gewonnen in der neuen Halle. Deins Ding mehr zum Spiel und natürlich hier zu der neuen Arena. Ja, so ist es. Vielen Dank an die Zuschauer. Es war wirklich super. Es war vielleicht 2000 Leute dabei, aber es wird sich an die 4000. Das ist super. Aber Dankeschön. Die haben auch gesagt, ich glaube, wir haben heute ganz okay gut die Mauschlag gemacht und hat die Ausdruckkette unter Druck gesetzt. Und von Anfang an haben wir gut auf gespielt und unsere Rhythmus gefunden. Unterwegs. Dann sagst du, okay, so, wir arbeiten daran, besser zu werden und
Und vielleicht kann ich noch mal fragen, das Saisonziel hier in Allianz VfB Stuttgart. Also wir haben jetzt unter der Woche frei, wir spielen am nächsten Samstag zu Hause gegen Aachen. Und wir wollen natürlich wieder gewinnen wollen. Ja, unser Saisonziel steht im Moment eigentlich ganz gut. Wir wollen nur die ersten fünf. Da sind wir dran. Vielleicht gibt es die Chance, noch irgendwie sich mit der Europapokal zu qualifizieren. Aber das ist so, wir sind eigentlich auf Kurs. Also, wenn wir unsere Gäste nach Hause kamen, die Karte mit kurz, dann sind wir geflogen. Wir müssen kommen gut nach Hause nach Stuttgart. Bleib noch hier, du bleibst noch hier. Wir haben noch mehr, wir haben noch mehr vor. Hier war natürlich die gehabt, unsere beste Spielerin beim Schwenninger SC führen. Das darfst du machen. Kannst du gleich begehen. Und Tore darf natürlich die beste Spielerin bei der Allianz VfB Stuttgart wählen. Wenn Jan bereit ist, packt ihr hier nochmal die technischen Daten in die Licht. Also, beste Spielerin durch den Trainer der Allianz VfB Stuttgart ist beim Schwenninger SC. Nummer 10, würde ich sagen. Die Nummer 10, Dennis Handke. Ja, warte mal. Ich hoffe, dass sie auch noch hier ist. Und dann soll sie auch zu uns kommen. Dennis kommt hier an unsere Seite. Und wir gratulieren natürlich ganz herzlich. Dennis kann aber stehen. So, der Tore, auch für dich, mein Merkzettel, beste Spielerin aus der Westen der Allianz VfB Stuttgart. Nummer 18, Evelyn Lohr. Also, auch hier, sag es nochmal an, die Nummer 18, Evelyn Christina Lorenzo. Oh, würdest du die Kinder mitnehmen? Würdest du mir die Kinder mitnehmen? Aber du bleibst doch stehen, aber er geht jetzt nicht gleich duschen. So, wir wollen natürlich eigentlich anstoßen, die Gläser sind noch zu, aber ist auch egal. Dennis, kann wir fragen jetzt einfach mal, erstes Spiel, tolle Halle, ausverkauft. Wie fühlt man sich? Ihr habt ja ein paar Tage vorher trainieren dürfen. Alles leer, alles neu, riecht nach Farbe, ganz anderes Licht und alles größer. Man hat es gesehen, eventuell die Bälle fliegen ganz anders oder täuscht das? Nein, das ist sicher was anderes, aber ich habe mich ganz gut dran gewöhnt, denke ich. Ja, ich freue mich vor allem für die tolle Unterstützung. Wir danken, dass alle so gut sind, weil wir nicht gesund sind. Das war einfach perfekt für uns. Okay, dann sagen wir Dankeschön an die Sache. Und wir laden natürlich alle ein zum nächsten Heimspiel. Und das werden am Donnerstag 19 Uhr das Spiel beginnen gegen den Köpenick der SC. Tobi, du hast das letzte Wort. Du darfst jetzt nochmal sagen, was los ist. Ja, ich hoffe, dass alle kommen zurück und uns da 76 Minuten zuschauen und das wäre schön. Aber nochmal danke an den Zuschauern. Super, danke. Und wir bedanken uns im Namen des Schwerin SC, auch hier in die Stadt Schwerin und unsere Sponsoren. Es ist soweit, wir haben 20 Jahre warten müssen, eine tolle Halle, tolle Atmosphäre. Und wir begrüßen Sie dann wieder, wünschen Ihnen einen schönen Sonnabend, einen schönen Sonntag und kommen Sie gut in die Woche am Montag. Bis dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.